Warnung! Dieses Video enthält Spurenelemente von Ironie und Sarkasmus. Wer keinen Spaß versteht, sollte sich schleunigst von diesem Video und meinem Kanal entfernen. Du gottverdammter Göttveren, du gottverdammter. Was ist das? Ah! Scheiße geparkt, guck mal, wie der schreibt. Arschloch, wenigstens hast du 3 Sterne dahin gemacht. Ihr seht schon, ich habe das zerknüttelt, weil dieser kleine ich komme gleich zu der Geschichte, vom deutschen Paketdienst, hat sich einfach gedacht, der tut das auf mein Auto und beleidigt mich auch noch. Du kleiner du kleinen da draußen, deutscher Paketdienst, fahren wie die letzten benehmen sich wie der größte Dreck, parken immer zweite Linie, sodass man immer Staus und so hat, mitten in der Stadt, juckt die gar nicht. Und dann, ich park ganz normal, nicht mal Politesse gibt mir Strafzettel. Ich bin einfach auf der Straße, mein Auto ist halt was größer und die Straße war etwas eng. Mein Auto ist halt, ihr kennt ja mein Land Rover, Auto ist halt breit und groß. Links auf der Straße waren Autos, rechts waren Autos. Ich habe einfach nur in eine Parklücke geparkt. Okay, mein Auto hat ein bisschen weiter rausgeguckt, obwohl ich direkt am Bürgersteig war. Und der kam wohl nicht mit seinen Sprinter oder was auch immer der hatte da vorbei. Und dann tust du mir das dahin, du. Du hättest doch einfach nur 10 Meter zurückfahren müssen und dann diesen anderen Weg gehen. So einen Parallelweg gibt es da. Anstatt du das machst, steigst du aus, schreibst sowas dahin. Guck mal diese Schrift an, was ist das, Alter? 100% deutscher Paketdienst sowieso. Kennex, scheiße geparkt, schreibt der. Und dann Arschloch, guck mal die Schrift. Richtige Göttwerden-Schrift, richtige Hundeschrift. Auf jeden Fall, guck mal, hier steht Paketnummer, Transaktionscode. Man kann das nachverfolgen, wer das geschickt hat, beziehungsweise wer diese Ware gefahren hat, wo diese Paketnummer drauf steht. Ich weiß auch den Tag und die Richtung, die du gefahren bist. Ich könnte so richtig asozial sein. Ich könnte richtig asozial sein. Das war auf jeden Fall in Aachen, Leute, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ich könnte richtig asozial sein, bei euch anrufen und richtig Palaver machen und wie so ein Allmann mich beschweren. Ja, aber mal im Ernst, Leute, wie kann man so dumm sein? Guckt mal, hier steht Paketnummer. Hier steht einfach die Paketnummer und der tut das hier an mein Auto. Motto, man kann das nicht nachverfolgen und so. Ohne Scheiß, wenn ich so ein ekelhafter, dreckiger, gelangweilter Allmann wäre, so, ich will jetzt nicht sagen, dass alle anderen schlecht sind, aber ihr wisst ja, diese älteren Rentner, Mentner-mäßig und diese Moralaposteln, die immer nur auf Gesetze und so achten. Wenn ich einer von denen wäre, nochmal, ich habe nichts gegen Deutsche, aber wenn ich so einer wäre, so ein Hobbyloser, 100% hätte der diese Paketnummer genommen, hätte dann so angerufen, ja, hallo, guten Tag, der Schmitz am Apparat, das geht immer gar nicht, das Verhalten ihrer ihrer mit Migrationshintergrund kommenden blablabla Arbeitnehmer und ach, keine Ahnung, ich kann nicht so geschwollen reden. Die hätten sowas gemacht, dann hättest du direkt deinen Job verloren, Junge. Was ist das? Was schreibst du sowas und tust das einfach in ein Auto? Bist du ein Politess oder bist du ein Polizist oder was? Egal, scheiß drauf, Leute. Ich habe jetzt meiner Wut freien Lauf gelassen. Ich hoffe, bei euch läuft's besser. Ihr könnt mir mal die Meinung von euch zu diesem Thema unten in die Kommentare reinschreiben. So, Freunde, und das war's auch von mir. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mazdak.